Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Heute schminken wir ein einfaches, schnelles Alltags-Make-up. Damit es bei mir schnell geht, trage ich nur Concealer auf. Im Alltag trage ich eher selten Foundation, weil es bei mir morgens sehr schnell gehen muss und ich bei der Arbeit auch keine hohe Deckkraft brauche. Da mir der erste Concealer hier zu hell war, habe ich einen etwas dunkleren Ton darüber aufgetragen und alles mit dem Real Techniques Contouring Pinsel verblendet. Dann habe ich alles noch ein wenig abgepudert und was bei mir auch nie fehlen darf, wirklich nie, ist Augenbrauen auffüllen. Egal ob mit Puder, Stift, ganz egal, Hauptsache auffüllen. Und mit einem transparenten Augenbrauengel fixiere ich dann alles immer noch. Um ein bisschen mehr Dimension zu schaffen, trage ich einen hellgrauen Lidschatten auf mein bewegliches Lid auf und verblende es gut nach oben. Auch unten am unteren Wimpernkranz trage ich es mit auf. Dann nehme ich einen bordeauxfarbenen Lidschatten und gebe es nur in das äußere V und verblende es leicht nach innen. Um es zu intensivieren, könnt ihr mehrmals in eurem bordeauxfarbenen Lidschatten gehen, bis ihr denkt, dass es dunkel genug ist. Die überschüssigen Brösel wische ich mir dann mit einem fluffigen Pinsel weg. Alles noch gut verblenden. Um die Augenbrauen noch ein wenig hervorzuheben und zu liften, gebe ich einen weißen Lidschatten unter den Brauenbogen und in den inneren Augenwinkel, um sie wacher und strahlender aussehen zu lassen. Damit es ein bisschen smokiger wirkt, ziehe ich mir einen schwarzen dünnen Lidstrich am oberen und unteren Wimpernkranz. Um alles noch zu intensivieren, trage ich schwarzen Kajal auf die obere und untere Wasserlinie auf. Für mehr Dimension trage ich großzügige Bronzer auf meine Wangen, die Stirn und den Hals auf. Mit der Nivea Wimpernzange bringe ich meine Wimpern in Schwung und trenne sie mit der Maybelline The Rocket Mascara. Darüber trage ich noch eine zweite Mascara auf. Für Volumen und Länge benutze ich die Maybelline Lash Sensational Mascara, die übrigens meine absolute Lieblingsmascara ist momentan. Sie hält, was sie verspricht, mit dem falschen Wimpern-Effekt. Definitiv kann ich euch nur empfehlen, schaut es euch doch mal an. Um gesund und frisch auszusehen, benutze ich einen sehr hellen pinken Blush und trage zu guter Letzt meinen Alltagslippenstift von Essence auf, den Essence Cool Nude 05. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, meinen Kanal zu abonnieren. Auch über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.